Von der Grundschule bis zur Oberschule zerrten mich meine Eltern während des Sommers in ein Hotel an einen gewissen Strand. Der Ort begann mit einem K und lag versteckt auf einer der vielen Inseln der Philippinen. Um ehrlich zu sein, stört es mich nicht wirklich, mich daran zu erinnern, denn ich habe mir schon damals geschworen, nie wieder auch nur einen Fuß auf diesen Strand zu setzen. Es war, als ich gerade erst 14 geworden bin, als ich ihn das erste Mal sah. Den ertrinkenden Mann. Das Hotel, in dem wir übernachteten, hatte einen perfekten Blick auf den Strand und das Meer erstreckte sich so weit, dass es die ganze Welt zu sein schien. Tagsüber war der feine Sand nahezu weiß und das Wasser türkis und klar. Bei Nacht wurde der weiße Sand bläulich und das Meer nahezu schwarz. Aber während unseres Aufenthaltes schien der Mond so hell, dass das Wasser wie der Nachthimmel glitzerte. Es war nach Mitternacht und meine Eltern schliefen bereits. Ich hingegen tat nur so und spielte unter meiner Decke Gameboy. Ich entschied mich, eine Pause von den Kämpfen mit anderen Trainern zu machen und lief zum Fenster, um eine Weile den Mond zu betrachten. Und da war er. Die Silhouette eines Mannes, die mitten im Wasser zu ertrinken schien. Seine Arme winkend nach oben gehoben, während er auf und ab in den dunklen Gewässern tauchte. Ich konnte kaum sein Gesicht oder weitere Merkmale abseits seiner Gestalt aufgrund der Entfernung erkennen, aber instinktiv wusste ich, dass er Hilfe brauchte. »Der Mann ertrinkt!« schrie ich und weckte damit meine Eltern auf. Sie standen auf und sahen nichts. Der ertrinkende Mann war verschwunden. »Er ist vermutlich gerade versunken«, sagte ich panisch. Wir gingen nach unten und alarmierten den Hotelmanager, um das Ganze untersuchen zu lassen. Der Hotelmanager rief einige ortsansässige Taucher und sogar Fischersleute an und erzählte ihnen von der Situation. Was ich hingegen seltsam fand, war, dass meine Eltern und ich die einzigen waren, die in der Lobby in Panik gerieten. Die Taucher liefen aus dem Hotel und rannten nicht einmal wirklich. Der Hotelmanager entschuldigte sich förmlich und versicherte uns, dass die Situation untersucht werden würde. Als ich mich umdrehte, um zurück zum Fahrstuhl zu laufen, stieß ich versehentlich mit einer Reinigungskraft zusammen. Ihr Haar war etwas zottelig und weiß, die Haut braun und faltig, mit einem wirklich schönen Tattoo auf ihrem Arm. Sie war seltsam stark auf die Vordertür des Hotels fixiert, die Augen in die Ferne gerichtet, als sie sich auf meine Höhe hinunterkniete. »Ignoriere den ertrinkenden Mann«, flüsterte sie mit zitternder Stimme. Natürlich war ich verwirrt, aber aus irgendeinem Grund spürte ich die Ernsthaftigkeit in ihrer Stimme, welche mit Sicherheit auf Angst basierte. In der nächsten Nacht konnte ich absolut nicht schlafen, das obwohl der Manager meinen Eltern versicherte, dass der Mann gerettet wurde. Dennoch fühlte es sich für mich an, als ob irgendetwas nicht stimmte. Dann nach Mitternacht war es, als ob ich gerufen werden würde. Ich wurde zum Fenster gelockt, um ein weiteres Mal hinauszuschauen. Er war wieder dort. Der Mann, am Ertrinken, obwohl er dieses Mal näher am Strand zu sein schien als in der Nacht zuvor. Ich war im selben Moment irritiert und verängstigt. Er warf seine Arme umher, als würde er am Leben selbst festhalten. Und dann stoppte er plötzlich. Wie eine Marionette, die an Ort und Stelle eingefroren war. Ich weiß nicht warum, aber ein Schauer lief über meinen Rücken. Ich zog mich mit kaltem Schweiß vom Fenster zurück. Ich hatte keine Ahnung, was da passierte und ging einfach in mein Bett zurück, hoffend, dass es von allein verschwand. In der letzten Nacht unseres Aufenthaltes entschieden meine Eltern schon ein paar Sachen in unser Auto zu bringen, das vor dem Hotel stand. Ich half meinem Vater, einige Taschen nach unten zu tragen und lief nach draußen, wo uns eine kalte Meeresbrise enthusiastisch begrüßte. Ich lief in Richtung des Wagens, aber blieb abrupt stehen, als er mir ins Auge fiel. Der ertrinkende Mann. Nur war er dieses Mal nur einen knappen Kilometer vom Strand entfernt. »Dad, da ist wieder der Mann!« Mein Vater ließ die Taschen fallen, die er trug, als er ihn auch sah. »Warte hier, ich hole Hilfe«, sagte mir mein Vater. Ich öffnete den Kofferraum, nahm eine Taschenlampe und rannte in Richtung des Strandes, um einen besseren Blick zu haben. Einen besseren Blick auf den ertrinkenden Mann. Ich lief bis zu meinen Knöcheln ins Wasser und rief. »Hey!« schrie ich. »Hilfe ist unterwegs!« Tollpatschig ließ ich die Taschenlampe fallen und versuchte sie wieder zu greifen, aber die Wellen zogen sie aus meiner Reichweite. Das Licht schien durch das sandige, aufgewühlte Wasser und enthüllte vor mir etwas, das wie ein riesiger Fischschwanz aussah, der schnell davonschwamm. Ich runzelte mit der Stirn.
Verwirrt und genauso nervös schaute ich zurück zu dem ertrinkenden Mann. Sein Körper schien wieder komplett regungslos zu sein. Zu meiner Überraschung glitt er in einer abnormalen Geschwindigkeit, beinahe wie ein Jetski, auf mich zu. Vor Angst rannte ich so schnell ich konnte aus dem Wasser und zurück zum Hoteleingang. Während ich wieder zu Atem kam, schaute ich zurück und sah, dass der ertrinkende Mann knappe 20 Meter vor dem Strand stehen blieb. Vor Entsetzen starrte ich mit weit geöffnetem Mund in seine Richtung. Der Mann erhob sich aus dem Wasser. Sein Rücken schien in einer Art langem Stamm zu stecken, der mit etwas Großem unter ihm verbunden war. Er wirkte beinahe wie eine Puppe. Langsam zog er sich zurück und verschwand im Wasser, gefolgt von einem schuppigen Körper, der im Mondlicht glitzerte. Mein Herz rutschte zusammen mit dem großen Platscher, den es machte, nach unten. Als die Helfer draußen ankamen, war er bereits verschwunden. Ich habe meinen Eltern nie erzählt, was ich in dieser Nacht gesehen hatte, aber ich bin mir sicher, dass der Ausdruck der Anwohner, den sie hatten, als sie mein Gesicht sahen, aus Empathie bestand. In den folgenden Jahren, als wir diesen Ort besuchten, behielt ich immer diesen einen Ratschlag im Gedächtnis. Ignoriere den ertrinkenden Mann.